nicht. Dias, Dias, sind da Dias? Ja, hey Dias. Da! Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind heute wieder in unserer Minecraft-Welt angekommen und ich möchte heute unbedingt minen gehen. Denn ich will jetzt so schnell wie möglich den Wither klatschen, damit wir einen Haste 2 Beacon haben, weil ich relativ große Projekte mir geplant habe, die ziemlich viel schneller mit dem Haste 2 Beacon möglich sind. Es ist ja jetzt nicht so schwer, den Wither zu klatschen. Ich denke mal, das wird auch keine so langwierige Aktion, aber ich könnte ja mal hier reingucken. Ich stand wieder eine ganze Menge AFK, habe hier auch Eisenblöcke schon zusammengecraftet und die Kisten sind trotzdem komplett voll. Also wir sind so reich an Eisen, dass wir gefühlt 10 Beacons farmen könnten, ohne dass uns das Eisen ausgeht. Achso, und falls ihr euch wundert, die Kisten sehen so aus, weil ich nehme das gerade, vielleicht hört man das auch an meiner Stimme, ich bin gerade aufgestanden. Ich nehme gerade am Weihnachtsmorgen auf, am Heiligen Abend, am 24. Ja, Minecraft hat die Designs halt so gemacht, dass die Kisten so aussehen. Das ist voll lustig, weil ich glaube, ihr seht das Video hier erst am 29. oder so. Und ich bin jetzt einfach am Weihnachtstag und guck mir Weihnachtskisten an. Nein. Leute, warum spawnt denn hier so viel Kacke? Hier ist ein Creeper hochgegangen. Und hier sind diese Biester. Ich habe aber hier oben kein Bett. Wir machen uns ganz schnell ein Bett. Komm, jetzt. Nein, schlaf. Ja, ihr seid alle so tot. Ihr seid alle so dead. So, aber hier ist gerade ein Creeper explodiert. Ich glaube, ihr habt sich gesehen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, Leute, ich bin jetzt voll ausgerüstet für die Farming-Tour. Hab hier jetzt ganz viele Picken, weil ihr seht, wir sind dia-mäßig so scheiße gestellt. Ich würde es ja über Villager machen, habe ich ja eigentlich auch gesagt. Das Problem ist, über den Villager-Handel bräuchte ich so lange, bis ich die Trades freigeschalten habe. Da mache ich das lieber in Ruhe, wenn ich dann schon den Beacon und alles habe. Deswegen machen wir das da auf jeden Fall ganz entspannt. Ich will heute an sich auch gar nicht so lang farmen. Ich hätte mir vorgestellt, so vielleicht eine Stunde würde ich mich schon gerne durch die Erde buddeln und da mal gucken, wie viel wir am Ende haben. Weil ihr seht ja, wir haben auf jeden Fall gute Picken zum Farmen. Das sollte jetzt auf jeden Fall schneller gehen als früher, wo wir uns noch mit Eisenpicken durch die Welten geschaufelt haben. Ich hoffe wirklich, dass wir mindestens im Stack Dias hier rausgehen. Aber man weiß ja nie, wie das Glück fällt. Ne? Kann auch sein, dass ich jetzt in Lava falle und verbrenne, so gefühlt. Und dann geht's jetzt einfach los. Hier mit ein bisschen meinen. Ich habe natürlich wieder meine Fragen im Hintergrund offen. Ich weiß noch nicht, ob ich davon viele beantworten werde heute, weil ihr wisst ja, früher morgen Weihnachten und so, nicht so Redelaune. Aber ich denke, das geht schon fit. Das Ding ist, ich muss heute noch Geschenke einpacken, Leute. Das Gute ist, ich glaube, ich kann sogar schon sagen, was, wenn meine Freundin das Video hier eh erst später sieht. Ich habe nichts Besonderes, okay, bin ich ehrlich. Dieses Jahr habe ich aber meiner Freundin auch gesagt, dass sie nichts Krasses bekommt, so. Einfach deswegen, weil das YouTube-Money läuft noch nicht so, ihr wisst. Und deswegen, armer Schlucker hier. Nein, aber das Ding ist, ich hab so ein Fotobuch gemacht. Und in dem Fotobuch habe ich dann zum Beispiel halt auch Erinnerungen. Zum Beispiel, wo wir im Urlaub waren, so Fahrkarten von Fahrgeschäften, wo wir drauf waren. Oder wo wir im Schwimmbad waren, habe ich auch noch die Eintrittskarte von und sowas. Und eine Fahrkarte, wo wir mit der Bahn gefahren sind, als wir uns das erste Mal gesehen haben. So richtig, richtiger Sweetboy, oder? Seid ehrlich, Sweetboy. All das habe ich da reingeklebt und deswegen. Und Mann, blöde Lava. Und dazu bekommt sie dann auch, also ihr wisst ja, ich zeichne relativ häufig. Dazu bekommt sie dann auch noch sowas Gezeichnetes. Sowas richtig Cooles, oder? Und Leute, das Gute ist übrigens, wir brauchen uns keine Sorgen übers Enchanten machen. Von dem Stuff, den wir jetzt hier farmen. Ich habe ja meine Level-Farm im Nether. Habe ich meine Goldfarm. Die bringt uns ja so viele Level, da brauche ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen. Und zur Not züchten wir einfach wieder ein paar Hühner. Wovon ich dann 80 Level gefüllt bekomme aus den Hühnern. Und dann ist auch wieder gut. Habe ich irgendwann mal meine Diamantenspitzhacke umgenannt und einfach nur aus Versehen G rangehangen? Was ist denn da passiert? Diamantenspitzhacke-Gick. Ist mir gerade aufgefallen. Ich dachte mir, warum steht denn da unten Diamantenspitzhacke-Gick? Da muss ich irgendwann aus Versehen irgendwie auf den Namen gekommen sein und aus Versehen G rangehangen haben. Leute, seid ihr momentan oder seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Also, Weihnachten ist ja jetzt schon vorbei für euch. Deswegen ist die Frage eigentlich auch relativ sinnfrei. Aber kommt, seid ehrlich, wart ihr dieses Jahr in Weihnachtsstimmung? Also, ich fühle Weihnachten so gar nicht. Dias! Dias! Dias. Ich fühle Weihnachten zurzeit überhaupt nicht. So vor allem, wenn kein Schnee fällt. Es ist ja so Abfall. Es ist ja wirklich purer Abfall einfach. Das Ding ist, Leute, ich Schlaukopf habe natürlich wieder mal und oh mein Gott. 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 Nein! Mann, verdammt! Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe. Oh mein... Alter. Was? Wie lost? Wie lost? Wie lost war ich denn gerade? Was war... Was ist denn...
Es... Wie, was... Was habe ich mir denn... Was habe ich mir denn dabei gedacht? Wie... Ich wollte einen Block die ganze Zeit setzen, aber es hat nicht funktioniert, weil die Lava da war. Aber es ist ja klar, dass es nicht funktioniert. Anstatt ich mich einfach zur Seite rausbaue oder so. Nein, ich schwimme dann in der Lava und denke mir, was passiert hier? Hilfe. So, okay, Glück. Und los geht's. Absolut wieder mal Weihnachtsmorgen, wirklich. Noch mehr Dias. Dias. Woo! Das nenne ich den Dia-Rausch, Jungs. Wir haben 8. Ernsthaft, das war doch jetzt nicht eine Zweierquelle Dia, oder? Weil, ernst, Alter, das ist ja echt bescheiden. 13 Dias haben wir jetzt. Es stört mich jetzt. Ich gehe jetzt kurz nach oben und hole mir jetzt einmal direkt Holz. So, Leute, ich gehe jetzt wieder runter. Und unten kann ich dann erst richtig loslegen, weil unten habe ich jetzt eine Crafting Table und so, damit ich mir Blöcke machen kann, damit mein Inventar nicht durchgehend voll ist. So, dann machen wir so, zack. Da eine weihnachtliche Kiste. Und dann kommt das da erstmal alles rein und das hier genauso. Oh, und der nächste Lavasee, das hat ja jetzt nicht lange gedauert. Komm, nochmal Dias hier. Oh, oh, oh. Oho. Eine Schlucht. Sogar eine Schlucht auf exakt Höhe 11. Auf exakter Dia-Höhe mit riesigem Lavasee. Alter, wenn hier keine Dias sind. Boah, hier kommen jetzt übelst viele Mobs. Komm, gönn hier irgendwo die Dias. Hier, da, Dias. Ja, hey, hey, Dias. Schon wieder ein paar Dias. Also, es ist ein Erz aus 5. Und die bauen wir jetzt direkt mal ab. Glück 3 natürlich wieder. Und wir haben 22 Dias. Check. Lavasee, genau auf Höhe 11. Die, nee, das ist ein Creeper. Dieser Moment, wenn der Creeper-Kopf aussieht wie Dias. Achso, ich baue die Kohle übrigens ab, weil Kohle echt wichtig ist. Also wirklich, ich habe so oft Kohle-Probleme. Später, wenn wir die Bambus-Farm haben, können wir das zwar alles mit Bambus betreiben. Aber jetzt nehme ich die Kohle vorsichtshalber erstmal mit. Die Dias, wo sind die Dias? Alter, was für Lavaseen sind denn hier? Okay, ich rieche die Dias. Da! Ich bin eine Maschine! Maschine! Ich habe gewusst, dass hier die Dias sind. Es war so klar. Es war so klar. Hallo, liebe Dias. Ich habe die ganze Zeit an euch geglaubt. Glück 3. Ab geht's. 36 Dias. Hier geht's direkt weiter. Oh mein Gott. Oh shit. Ich muss mir aber ganz kurz mal merken, wie ich nach Hause komme. Sonst bin ich echt am Arsch. Und hier. Hier machen wir uns einfach so einen Balk und dann passt das. Alter, wenn hier keine Dias irgendwo sind, dann weine ich echt. Guckt euch mal an, wie riesig diese Schlucht ist. Komm hier, du kannst mir doch nicht erzählen, dass in dieser Schlucht nicht eine Dia-Quelle war. Es ist wirklich so. Hier war nicht eine Dia-Quelle. Okay, Leute, dann geht das triste Mine weiter. Wow. Ach, schade, ich habe so gehofft, dass da irgendwo Dias sind. Nichts ist, Alter. Leute, ich weiß nicht, was mit dieser Welt abgeht, aber... Hier ist schon wieder so ein Lag-Chunk, obwohl wir ewig weit weg sind von zu Hause. Ich hoffe so sehr, dass in der 1.15 ist es ja ein Update gekommen, dass die Chunks im Prinzip, naja, schneller generiert und besser generiert werden. Und ich hoffe so sehr, dass das dann weg ist. Komm und da jetzt die Dias. Die Dias, der nächste Lavasee. Komm, die Dias. Komm hier jetzt irgendwo die Dias. Warum sind denn hier keine Dias? Das macht... Nee, es macht absolut keinen Sinn. Ich habe gerade mal einen halben Stack an Dias zusammen. Das ist nichts. Das ist gerade eine Voll-Dia-Rüstung, die ich habe. Und das bringt uns nicht viel weiter. Oh. Alter. Wenn hier jetzt keine Dias sind. Wir sind perfekt auf Höhe 11. Wenn hier keine Dias sind, dann weine ich. Hallo. Bitte. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass wir auf Höhe 11 sind. Mit einem riesigen Lavasee. Und hier einfach. Hier ist. Was ist das für eine Welt? Wir sind auf Höhe 11 mit einem riesigen Lavasee. Und hier sind nirgendswo bisher Dias. Oh mein Gott, was? Wo kam... Scheiße. Ich habe kein Totem auf Anleihen mehr. Wo kam er denn jetzt her? Okay, ich mache mir jetzt direkt Diamanthose und so. Ich weiß, eigentlich ist es richtig dumm. Und eigentlich ist es auch absolute Verschwendung, aber besser als hier zu verrecken. Alter, wo... Also jetzt mal ganz ehrlich, wie hätte ich reagieren sollen ohne Schild? Hätte ich ein Schild gehabt, okay, hätte ich blocken können. Aber ich hatte keins. Boah. Das war natürlich wieder absolut Profi. Absoluter Profi. Mann, wie kann es denn sein, dass hier nirgendwo Dias sind? Hier geht's jetzt weiter.
Und die Schlucht ist übrigens noch tiefer. Oh nein, von dir habe ich Angst, Creeper. Die Schlucht hier ist jetzt auf Höhe. Da unten ist es Höhe 10. Alter, wie viel Unglück kann ein Mensch alleine denn haben? Hier sind wieder keine Dias. Wie viel? Da oben. Minenschacht. Ja. Minenschacht. Vielleicht hat sich das mit dem Unglück gerade auch erledigt. Scheiß auf Dias, Alter. Ich will den Minenschacht looten. Ich würde sagen, wir looten den Minenschacht in der nächsten Folge. Also morgen um 17 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann und ciao.